Juniortechniker, Workshops für Jugendfeuerwehren, Schulfeste, Praxistage und, und. Bei der Handwerkskammer Koblenz lernen Schülerinnen und Schüler aller Altersklassen die Berufswelt kennen, schnuppern hinein in die Welt des Handwerks und lernen so ganz nebenbei auch etwas über ihre eigenen Stärken und Schwächen. Und kommen so der Frage, was will ich einmal werden, ein gutes Stück näher. Zum Beispiel im Berufsbildungszentrum der Handwerkskammer Koblenz in Rhein-Brohl. Hier entwickeln Schülerinnen und Schüler der Realschule Plus in Linz in einem Kreativworkshop gemeinsam mit einer Diplomdesignerin Ideen zur Gestaltung von Innenräumen und erhalten die Chance, sich abseits von Schulstress und Lehrern praktisch auszuprobieren. Die Achtklässler erstellen unter der Anleitung der Designerin Entwürfe für eine Wandgestaltung, die sie dann anschließend in der Praxis umsetzen können. Eine Idee, die gut ankommt, wie Alina und Maxi bestätigen. Wir haben angefangen hier mit den Bildern und haben dann auch weitergearbeitet mit Gestaltung und wie das alles geht. Wir sollten aus den Blättern hier irgendwas Kreatives so machen. Und dann sollten wir was so einen Ausschnitt davon nehmen und anmalen und das Schönste aussuchen. Dann haben wir das alles mit der ganzen Klasse zusammen gemacht auf ein Blatt. Wir haben dann unsere Blätter genommen und haben die auf einen Projektor gelegt und haben die auf eine große Wand gestrahlt und haben das dann abgezeichnet. Dem Workshop vorausgegangen ist eine Potenzialanalyse, bei der anhand verschiedener Aufgaben Teilnehmerprofile erstellt wurden, mit der die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler optimal abgebildet werden. Eine erprobte Vorgehensweise, die dabei hilft, sowohl berufsbezogene als auch soziale Kompetenzen der Jugendlichen zu erfassen. Es geht darum, für Schüler, Schülerinnen Interessen, Fähigkeiten zu entdecken, um hinterher den Übergang Schule, Ausbildung, Beruf, Integration in den Arbeitsmarkt zu erleichtern. Vorausgegangen ist in der Schule eine Potenzialanalyse von 2 Tagen. Es ist eine handwerklich-motorische Testung mit verschiedenen Bereichen, die abgedeckt werden, auch mit Sozialverhalten, Arbeitsverhalten, vernetztem Denken. Dann werden Bereiche der Wahrnehmung und Symmetrie, Instruktionsverständnis und Umsetzung, Messgenauigkeit, Präzision und so weiter abgedeckt. In der Werkstatt werden die Ideen der Workshop-Teilnehmer dann in die Tat umgesetzt. Die Entwürfe der Schülerinnen und Schüler werden maßstäblich vergrößert und mit verschiedenen Techniken der Raumgestaltung an die Wand gebracht. Hier werden nicht nur grundlegende Fertigkeiten aus dem Berufsbild Farbe und Raum erlernt, sondern auch Kreativität und motorische Fähigkeiten geschult. Dabei kann berufliche Orientierung gar nicht früh genug starten, hilft sie doch den Jugendlichen, sich frühzeitig ein Bild über ihre Stärken und Schwächen zu machen. Mit dem Schnupperprogramm Berufsorientierung in überbetrieblichen und vergleichbaren Bildungsstätten bietet die Handwerkskammer Koblenz Schülerinnen und Schülern erste Einblicke in verschiedene Berufsbereiche. Mit diesem Programm fördert das Bundesbildungsministerium die Vorbereitung von Schülerinnen und Schülern beim Übergang Schule-Beruf. Die Teilnahme an den Berufsorientierungsprogrammen ist für die Teilnehmer und Schulen kostenlos. Informationen zu allen Berufsorientierungsangeboten der Handwerkskammer Koblenz gibt es auch im Internet unter hwk-koblenz.de.